herzlich willkommen zu einer besonderen Sendung. Heute hier eine Tischrunde, eine Talkrunde mit ganz besonderen Leuten, die sich gleich noch vorstellen werden. Mein Name ist Dennis Meyer, ich bin Pastor und Theologe aus Hamburg und nun hören wir, wen wir hier noch am Tisch haben. Hi, ich bin Lukas aus Frankfurt und ich bin bei Chosen involviert, weil ich den ganzen deutschsprachigen Bereich leite. Hi, ich bin Rose, ich komme aus Hamburg, ich bin auf den sozialen Medien aktiv, unter anderem auch auf TikTok und da mache ich auch den TikTok-Kanal von The Chosen und ich bin selbstständig mit einem christlichen Online-Shop. Shalom, ich bin Anatoly Uschomirski, ich bin jüdisch und ich glaube an Jesus, den Messias. Ich bin seit 25 Jahren unterwegs mit Evangeliumsdienst für Israel und habe jetzt die Freude, bei dieser Sendung dabei zu sein. Maria. Maria aus Magdala. Wer bist du? Wieso kennst du meinen Namen? So spricht der Herr, der dich erschaffen hat. Und er, der dich geformt hat. Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ja, es muss vor über einem Jahr gewesen sein, da kam meine Sekretärin auf mich zu und sagte, ich gucke jetzt mit meinen Freunden regelmäßig diese Serie über Jesus und die Jünger und Jüngerinnen sozusagen. Und die gefällt uns super und da wusste ich, ich bin nicht mehr ganz vorne dran. Ich muss wissen, was los ist. Es wurde dann im Familienkreis bei uns so ein kleines Ritual. Freitagabends haben wir uns hingesetzt und wer Zeit und Lust hatte, hat dann mitgeguckt. Und oft wurde es dann auch eine Folge mehr, wie das so ist, wenn man Serien guckt. The Chosen heißt die ganze Serie. Lukas haben wir hier, du bist damit sehr involviert. Und du hast uns auch ein bisschen was mitgebracht, dazu aber gleich mehr. Was mich interessiert, ich habe euch jetzt erzählt, wie ich dazu komme und in welchem Rahmen ich das geschaut habe. Und jeder macht das auf seine Art und Weise. Erzählt doch mal, wie habt ihr sie geguckt? Sagen wir, ganz im Sinne der heutigen Sendung, sagen wir Ladies first. Gerne. Ja, wie ich schon erzählt habe, bin ich ja auf den sozialen Medien unterwegs, unter anderem auf TikTok. Wer das nicht kennt, das ist ein soziales Medium, wo vor allem auch die jüngere Generation unterwegs ist. Und ich habe da immer wieder Videoclips von The Chosen gesehen, habe da immer wieder gesehen, wie die Amerikaner das vorgestellt haben und darüber geredet haben. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben, was ist das eigentlich für eine Serie? Und habe dann wirklich die erste Folge gesehen und musste direkt weinen. Also bei jeder Folge habe ich noch nie irgendwie keine Träne verdrückt. Hast du es auf dem Handy geguckt? Genau, oder? Ja, auf dem Handy. Also auf dem Handy habe ich über TikTok das gefunden sozusagen und habe dann bei YouTube die Folgen geguckt. Okay. Genau. Dadurch, dass sie es bei TikTok gesehen hat, war sie so begeistert, dass sie dann selber auch bei TikTok hochgeladen hat. Ja, genau. Das habe ich dann wiederum gesehen und habe sie dann als erste quasi Influencerin in Deutschland entdeckt, die überhaupt über Chosen redet. Genau, ich glaube, es ging einigen Leuten so, dass sie es gesehen haben und dann dachten, okay, ich gucke es mir bei YouTube an. Ja. Ich glaube, Gunnar Engel hatte einmal so ein Reaction-Video drauf gemacht. Aber die Frage, wann hast du davon erfahren und es zum ersten Mal selber gesehen? Mir wurde es erzählt von meiner Tante, die hatte mir erzählt, dass diese neue Serie gibt, hat die mir gezeigt. Und ich hatte die ersten beiden Folgen geschaut und war so mehr oder weniger begeistert. Also ich fand die erste Folge auch sehr, sehr cool. Waren ein paar Aspekte dabei, wo ich dachte, richtig toll, ist mir persönlich eine super Ergänzung zu dem, was ich jetzt von der Bibel weiß. Und
Also für mich war spätestens ab Folge 3, hat sich irgendwas verändert. Ich habe gemerkt, die Serie ist auf so eine Art und Weise neu und trotzdem alt. Und ich glaube, die könnte wirklich jedem gefallen, dass ich gedacht habe, okay, ich kann mir die Serie angucken, ich werde die toll finden. Aber ich glaube, ich würde noch gern ein bisschen mehr mit der Serie machen, als sie einfach nur genießen. Okay. Und habe dann in einem Moment, wo ich gemerkt habe, das brennt in mir, ich würde gern eigentlich jedem von dieser Serie erzählen, habe dann sogar auch meinen ersten Instagram-Post drüber gemacht und so, hatte ich für mich so einen Impuls zu sagen, ich guck mal, ob damit nicht mehr möglich ist. Und ich hatte gerade mit einem Freund zusammen eine Firma gegründet, wo es ein bisschen drum ging, um Produktion und sowas. Und dachte, warum biete ich nicht an, dass wir mit unserer Firma die Übersetzung machen auf Deutsch? Okay. Weil einfach Deutschland, die Leute wollen das auf Deutsch hören. Mhm. Und dann habe ich aus so einer Impulshandlung raus nach Amerika an den Dallas geschrieben oder an die Firma, die es produziert. Und ja, das ist eine sehr verhängnisvolle Mail gewesen. Irgendwie, aber es ist ein Lauf, ne? Genau, zur richtigen Zeit, den richtigen Moment abgepasst und dann ging der ganze Prozess los. Ja. So, aber jetzt nicht los bei The Chosen. Und Anatoly, TikTok, Instagram, genau deine Welt, oder was? Anatoly hat es auch bei TikTok gesehen. Ich weiß genauso viel über TikTok wie über Chosen. Ich wurde einfach gefragt, bei mir war das ganz banal, ich wurde gefragt von Hope, Organisation, ob ich nicht den Film anschauen kann und darüber nicht jetzt mit euch reden kann. Ah, okay. Sehr gut. Und das ist ja das, wo wir hinwollen, was entdeckt haben, was gesehen haben, was einen beeindruckt und was irgendwie beschäftigt, auch viele Menschen beschäftigt. Lukas hat uns ein paar Fragen mitgebracht dazu. Yes. Er will nämlich testen, ob wir es gesehen haben. Oh, wow. Bei Anatoly, wenn er jetzt vor kurzem erst gefragt wurde, bin ich gespannt, ob du bis zum Ende durchgehalten hast. Mal sehen. Genau, also wir werden heute über ganz viele Themen reden und ich dachte, ich mache eine kleine Runde. Wer zuerst die Antwort kennt, antwortet sie einfach. Wir machen genau das einfach so immer mal wieder, wenn es reinpasst. Okay, Probe. Probe. Wann tritt Jesus das erste Mal auf? Wo er Maria Magdalena begegnet. Ja. In diesem Pappal. In der Spelunke. Ja. Ich glaube, man sieht eine Hand als erstes. Ja, genau. Stimmt. Am Ende der ersten Serie. Genau, der ersten Folge. Ja. Erste Folge. Ja. Okay, sehr gut. Proberunde, Rose gewinnt. Nein, wir zählen nicht mit. Nein. Okay, mehr Namen. Wie heißt die Ehefrau von Petrus? Ehen. Okay, sehr gut. Okay, wir gehen in Richtung für mich links schräg gegenüber. Wie heißt der Schauspieler von Jesus? Oh, wie der Schauspieler heißt? Ich glaube Rami. Ramos. Jonathan. Ja, ich war beim Nachnamen, oder? Ja, stimmt. Ja, genau. Also Kombination. Kombiniert. Wir teilen uns ja. Alles gut. Jonathan Rumi. Ach, Rumi. Rumi. Ja. Aber es ist jetzt wirklich, also man muss die Serie, wenn man die Serie sieht, weiß man es nicht. Ich gebe es zu. Man muss sich schon interessieren für den Hintergrund. Okay, das war die Testrunden. Ja. Okay, jetzt wird's ernst. Jetzt gehen wir auf Level 2. Seid ihr bereit? Mhm. Um ein bisschen in die Thematik reinzukommen. Okay. Also, wir bleiben weiter bei Namen, ja? Runde 2. Ich habe gesagt, für mich ist Folge 3 war für mich der Moment, wo ich gemerkt habe, die Serie ist einfach neu oder einfach anders. Ganz interessant, es gibt, also von der Aufteilung her, ihr habt es jetzt alle gesehen, aber für die Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben, die ersten beiden Folgen sind so sehr geschichtlich. Man checkt, welche Leute in was für Situationen sind, wann Jesus mal eingreift, wann nicht. Und Folge 3 geht einfach, die Story geht einfach nicht weiter. Es ist einfach nur, wie Jesus im Wald wohnt und mit Kindern Kontakt hat. Diese gesamte Folge. Das hat mich so begeistert, zu sagen, okay, man dreht eine Serie über Jesus, wo wir die Story kennen, wir kennen die biblischen Geschichten und eine gesamte Folge, also ein Achtel von Staffel 1, geht um eine Sache, die erstens überhaupt gar nicht in der Bibel steht und zweitens auch gar nicht so viel zeigt von der Action. Es ist einfach nur, wie Jesus mit Kindern umgeht. Mhm. Und ich fand das herrlich. Genau, von daher. Frage. Ja. Das kleine Mädchen, was zuerst zu Jesus trifft in Folge 3. Mhm. Wie heißt die? Ach du Mann, jetzt wird es schwierig. Jetzt kommen die echten Fans hier. Ja. Auch irgendwas mit J? Ich merke überhaupt nicht den Namen. J oder A? Ich muss einfach ein paar biblische Namen ausprobieren. Rivka oder... Okay. Sarah, Rahel. Heißt sie nicht Sarah? Nee. Sie heißt Abigail. Das ist die Frau von Nabal. Ja. Ach. Ja, genau. Okay, aber Namen sind... Schall und Rauch. Ja, Schall und Rauch, genau. Ich habe hier noch mehr Fragen zu Namen. Der römische Legionär
der immer mit Matthäus mitgeht. Gaius? Ja. Stark, sehr gut. Guck mal. Sehr gut. Ja, ja. Der übrigens, also spannender Kerl. Ja. Ich glaube, der wird uns, also ich weiß nicht, habt ihr in meine Staffel 2 reingeschaut? Nee, ich darf ich ja nicht sagen, aber. In die Englisch? Okay. Ja. Also wird weiter, hat weiter eine Bedeutung. Bin sehr gespannt, wie sie ihn. Der wird Jesus Nachfolger werden. Ich mach das schon hier. Keine Spoiler. Voraus. Nein, nein, nein. Okay, letzte Namensfrage. Okay. Der Pharisäer, mit dem Nikodemus immer aneinander gerät. Oder ja. diskutiert. Ach so, der, mit dem er. Irgendwas mit Schmuel. 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 Ja, genau. Schmuel. Ich finde den Namen. Der Prophet ja. Schmuel. Ist das. Ich meine, du wohnst jetzt in Deutschland, aber ist das so ein Name? Ich habe das Gefühl, jeder zweite, dritte Mensch in Israel heißt Schmuel. Stimmt das? Ist im Moment nicht populär. Das ist die nächste, vorherige Generation vielleicht. Okay. Schmuel ist Samuel. Schmuel, ja. Mhm. Okay. Interessant. Ja. Mhm. Okay, jetzt geht's über in Runde 3. Level 3. Aber dann. Level 3. Let's go. Ja, jetzt ist leider Multiple Choice. Okay, Multiple Choice war es nicht. Aber die kurzen Antworten reichen nicht mehr. Jetzt gibt es thematische Antworten. Mhm. Also, warum heilt Jesus die Mutter von Eden? Die Schwiegermutter vom Petrus. Genau, damit er sich keine Sorgen macht und er nicht. Er sagt das so schön, finde ich, in der Folge. Ein einfacher Petrus ist ja schon schwer auszuhalten, aber ein Petrus, der sich Sorgen macht, ist noch schwieriger auszuhalten. Das sagt er so schön. Und ja, deshalb einfach, damit er sich keine Sorgen macht und ihm es leichter fällt, mitzugehen, ihm nachzufolgen. Ja, das wird auch schön dargestellt, diese Sorgen, die Menschen mitbringen. Und das ist vielleicht auch ein Thema, was mich gepackt hat, dass diese Menschen ja oft im Bibeltext unvermutet auftauchen, weil die Bibel selber ja einen sehr nüchternen Erzählstil hat. Leute tauchen auf einmal auf, sind ja nicht als Charaktere entwickelt, ist ja nicht als Serie geschrieben worden. Ist kein Drehbuch. Ist kein Drehbuch. Und irgendwie muss man ja auch sich vorstellen können, welche Geschichte bringen die mit, ne? Aus welchem Kontext kommen die? Ich habe mich das schon als Kind immer gefragt, wenn Jesus geht umher und lädt die Jünger alle ein, folgt mir nach und die sagen, jo. Ja, und dann latschen die los und du denkst, naja, aber die haben die Frauen, die haben Kinder, die haben Sorgen, die müssen ihr Leben da in den Griff kriegen. Und diese ganze Welt besteht ja auch irgendwo und die wird, glaube ich, in dieser Serie auch sehr stark noch mit hineingenommen, die Welt, in der diese Menschen leben und aus der sie kommen, bevor sie überhaupt Jesus begegnen. Und da fällt es eben auf, dass Jesus an der Stelle sich sehr stark um diese Leute bemüht und um das, was er auslöst, wenn er Leute beruft. Auch wenn die Bibel uns das nicht so den Hintergrund gibt. Ne? Mich hat es überhaupt beeindruckt, wie Petrus sich um seine Schwiegermutter kümmert. Mhm. Also das ist auch nicht ganz selbstverständlich. Interessant. Und diese Ebene, die Beziehungen Schwiegermütter und die Schwiegertöchter und die Schwiegersöhne, also das war für mich ganz aktuell. Wir haben jetzt gerade einen Umzug erlebt von meiner Schwiegermutter und da habe ich stark mitgeholfen und währenddessen habe ich die Filme angeschaut. Das war auch interessant. Das hat mich stückweise geprägt in Beziehung zu meiner Schwiegermutter. Naja, es ist eben doch ganz anders als in diesem Witz, wo man sagt, warum hat Petrus Jesus verraten, weil er seine Schwiegermutter geheilt hat. Es ist eben ganz anders. Aber das stimmt. Also das hört man ja oft so, dass es für die Leute immer sehr schwierig ist, die Beziehung mit der eigenen Schwiegermutter. Mhm. Und Petrus sorgt erstmal dafür, dass seine Schwiegermutter geheilt wird. Mhm. Okay, Petrus sorgt dafür. Nee. Aber ist genau der Punkt, ne? Hätte ich in der Bibel, glaube ich, wenn ich die Bibel lese, hätte ich es, glaube ich, nicht gesagt. Petrus sorgt dafür, dass seine Schwiegermutter geheilt wird. Nee. In der Serie ist es ja... Das ist ja ein Angebot von Jesus. Es ist ja Jesus, der aufmerksam ist, der merkt, okay, Petrus ist so schon echt. Aber manchmal hat das nicht auch was damit zu tun, dass ich habe mich zwischendurch gefragt, warum heißt es The Chosen, also die Auserwählten, würde man übersetzen. Oh, und oder meint man The Chosen One, der Auserwählte, dann würde das aber wahrscheinlich so klingen. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass wirklich der Blickwinkel, der hier eingenommen wird, nicht etwas ist, wo die Kamera ständig Jesus hinterher turnt, sondern auf die Menschen gerichtet ist, mit denen er da Umgang hat. Ja. Und damit kommt es auch näher zu mir, weil ich ja auch irgendwie meinen Umgang mit Jesus finden will oder meine Nachfolge ausgestalten will. Mhm.
im echten Leben. Das war der Punkt gerade, das mich hingezogen hat. The chosen people, das auserwählte Volk, das war immer mein Thema in meinen Vorträgen und Bibellesen und Predigten. Und wie ich schon erwähnt habe, die alle vorherigen Jesus-Filmen waren nicht unbedingt judenfreundlich. Und jetzt kommt der Film, der The Chosen, da muss etwas sein. Volk, Menschen. Jesus durch die Augen dieser jüdischen Menschen. Das hat mich fasziniert. Ja, stimmt. Ja, das ist eigentlich krass, also für dich als Jude, glaube ich, weil alle Hauptcharaktere in der Serie sind ja Juden. Also es ja, natürlich. Alles das war ein jüdisches Umfeld. Von jüdischer Kultur und so. Genau. Ja, ich glaube, also der Ansatz zu sagen, wir zeigen das Leben von Jesus mal aus einer, also nicht aus der Sicht von oben quasi und begleiten Jesus die ganze Zeit, sondern wir zeigen es aus den Leuten, mit denen er interagiert. Ich würde sagen, der gibt der ganzen Serie diesen Grundcharakter, dass man sich halt, was du jetzt auch schon gesagt hast, man merkt es direkt, ich kann mich viel besser identifizieren. Ich kann mich, auf einmal geht es um Themen wie, was für ein Verhältnis habe ich zu meiner Schwiegermutter? Also du kriegst, also ich würde sagen, weil man eben mit Jesus oft nicht so gut relaten kann, weil er zwar Mensch ist, aber er hat halt trotzdem seine besondere Rolle, heilt auf einmal Leute. Das heißt, das, was ich zumindest immer im Sonntagsgottesdienst gehört habe, quasi sei wie Jesus, nehmen den Beispiel an Jesus aus der Bibel. Auf einmal kann ich viel besser relaten mit der Story aus der Bibel, weil ich mich jetzt eben nicht nur mit Jesus relaten kann, sondern auch mit den ganzen anderen Leuten. Das heißt, ich kann auf einmal darüber nachdenken, wie ist eigentlich meine Beziehung zu meiner Schwiegermutter, die ich nicht habe. Aber also man findet sich viel, also man hat viel mehr Menschen, mit denen man sich vergleichen kann und von denen man inspiriert werden kann. Und ich würde, oder höre ich zumindest so, dass das für die meisten Leute so das Schönste an dieser Serie ist, dass man auf einmal viel, viel mehr, einfach viel, viel mehr Einfluss aufs Leben hat. Naja, wenn wir zurückgehen zu einer deiner Fragen da, ist mir ja auch aufgefallen, es gibt ja eine gute Einleitung. Und es geht ja nicht nur um den Moment, wo taucht Jesus das erste Mal auf, sondern, und das wollen wir auch nicht alles spoilern, wer führt uns denn dahin? Also wessen Geschichte? Durch wessen Augen sehen wir ihn das erste Mal? Und da fällt es eben auf, dass es auch durch die Augen von einer Frau ist. Ja, voll. Und das ist so ein bisschen vielleicht schon das Ende vorausgenommen, weil vorher wissen wir, dass das Grab leer ist. Ne? Das wissen wir auch von den Frauen. Und so ist das jetzt die Klammer, die aufgemacht wird am Anfang. Und das hat mich eben berührt und ist vielleicht auch so ein bisschen überraschend gewesen, dass hier bewusst eine Entscheidung getroffen wurde. Wir möchten jetzt nicht nur wie ein Simon Petrus Jesus kennenlernt, sondern wie Menschen überhaupt und vor allen Dingen auch Frauen Jesus kennenlernen. Ein ganz starker Aspekt, den wir dann in vielen der Folgen haben. Also ich habe da nochmal reingeguckt mit den Kindern, wo der die eine Folge lang nur mit den Kindern spielt. Das waren 6 Kinder, 4 Mädchen davon. Ja, also bewusst so auch gemacht. Ist das euch irgendwie auch so aufgefallen? Oder? Ich glaube vor allem, dass es eine Konsequenz aus dem ist, was wir jetzt eben hatten. Also wenn man die Story der Menschen darstellen will, ist es, glaube ich, also sehr, bin ich mal gespannt auf die Statistik, aber wir haben ja ungefähr 50% Frauen und Männer auf der Welt. Das heißt, wenn man die Story der Leute zeigt, da sind die Frauen dabei. Und dass das damals nicht aufgeschrieben worden ist in der Bibel, liegt halt eher an der Kultur damals. Ja. Dass dann eben die ganzen Frauen eben nicht namentlich erwähnt werden. Die Männer werden alle namentlich erwähnt. Das war halt damals so, finde ich auch interessant, was du darüber sagst. Ob das irgendwie eine jüdische Sache war oder ob das einfach der Zeitgeist war. Aber ich glaube, nur ganz kurz, das ist, glaube ich, das. Also, dass so viele Frauen drin vorkommen, ist quasi die Konsequenz davon, dass Dallas, also der die Serie gemacht hat, sagt, er möchte die Story der Leute teilen. Und da sind einfach Menschen, da sind einfach Frauen dabei. Mit ihr. Oder wie hat es auf dich gewirkt? Ja. Ist das etwas, was dir aufgefallen? Also mir ist es irgendwann aufgefallen. Voll, also gleich in der ersten Folge ist mir es voll aufgefallen. Also gerade Frauen sind ja auch, also ich würde behaupten, Frauen sind eher so emotionaler, sensibler gestrickt. So, ich bin ein komplett emotionaler Typ. Und gerade diese erste Szene, wo wirklich Jesus kommt und so die Hand drauf hält und sie da wirklich irgendwas spürt, dass in ihr irgendwas passiert. Und da sieht man so, wie Jesus so die Augen schließt und man so spürt so richtig seinen Schmerz, den er mit dieser Frau fühlt. Und das finde ich einfach so heftig. Ich habe so richtig, wow, krass, dass Jesus da, der fühlt unseren Schmerz, der fühlt wirklich, was wir Frauen auch mit in uns abgeht und was da einfach passiert. Und einfach zu sehen, dass wirklich dieser Jesus, dass er wirklich mit uns leidet, mit uns fühlt und auch wirklich hinterher rennt, auch
ihm auch wichtig ist, dass es uns gut geht. Das hat mich einfach total berührt. Und dann, ich habe auch gestern nochmal diese Szene gesehen, wo die halt wirklich bei Matthäus alle an einem Tisch sitzen, so mit den Frauen zusammen. Und er macht halt so voll die Späße mit den Frauen. Und die Frauen, also da sitzen Männer und Frauen gemischt, was vielleicht damals auch nicht so üblich war. Und scherzen miteinander rum und einfach dieses Gemeinschaftding und sowas. Und das ist einfach, ja, das aber das können wir doch anatomisch fragen. Ja, genau. Was klingt denn da bei dir mit? Ist das ein Thema, was dir aufgefallen ist? Und würdest du sagen, ja, das so kenne ich das? Also es ist so, ich gucke die Filme mit unterschiedlichen Augen. Mhm. Ich würde sagen, durch unterschiedliche Brillen. Durch die Brille eines Juden, durch die Brille eines Historiker und durch die Brille eines Theologen. Und selbstverständlich könnte man sagen, das ist nicht historisch ganz korrekt, dass die Frauen so eine große Rolle damals in der Gesellschaft gespielt haben. Das war eine patriarchalische Gesellschaft, das muss man schon zugeben. Andererseits, wenn wir die Evangelien lesen, dann merken wir zum Beispiel etwas ganz Ungewöhnliches. Vier Frauen in der Geschlechtsregister von Jesu. Das ist sehr ungewöhnlich und einem jüdischen Augen fällt das gleich auf. Ja. Und man muss zugeben, aber ich habe mich gefragt, warum stört mir das nicht? Und die Antwort war, die von mir kam, das habe ich später mit meiner Frau auch diskutiert, ich glaube, das ist ja recht so. Wenn es auch nicht historisch so gewesen wäre, das ist doch recht so. Wir leben heute mit euch, meine Freunde, in einer Welt, wo die Frauen eine große Rolle spielen. Und das muss man akzeptieren. Also aus meiner Sicht, die Inhalte von der Bibel, die Inhalte vom Neuen Testament müssen abgedatet werden. Sie müssen ein Update in jede Generation bekommen. Und sie sprechen heute in unsere Zeit hinein. Welche Botschaft? Aber so ein bisschen der Bridgerton-Effekt, ne? Ja. Also, dass man auf einmal da so. Das ist ja eine andere Serie, die steil ging in 2021. Die also. Habt ihr gar nicht geguckt, oder was? Ja, nicht vorne dran, ne? Wir sind noch auf TikTok. Die ist irgendwie ein 17. bis 18. Jahrhundert, also großes Kostümspektakel. Aber alle Rollen sind ethnisch komplett divers besetzt. Okay. Und geben das Feeling her, weil jeder hat eine andere Hautfarbe und andere Herkunft, was historisch völliger Quatsch ist, aber irgendwie wirkt. Weil, deswegen habe ich das den Bridgerton-Effekt genannt, weil man irgendwie gesagt, ja, unsere Zeit ist so und durch welche Brille betrachten wir und möchten auch die Bibel lesen. Weil es ist eines als Historiker so lesen, das andere ist aber auch zu sagen, welche Werte sind da drin? Eben. Aber ich glaube, da würde ich nochmal unterscheiden, weil also man kann ja sagen, dass Serien, die heute gedreht werden, so gedreht werden, dass es für Leute für einem heutigen Mindset passend ist. Also wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Außerirdischen geht und so, dass dann halt, halt alle Ethnien, alle Geschlechter und sowas vertreten sind. Aber ich glaube, bei The Chosen ist es eine historische Serie über jemand, der schon, das wäre jetzt eine Frage an dich, der schon anders mit Frauen umgegangen ist, ja, genau, aus einer Sicht von heute gezeigt. Das heißt, wir haben quasi zweimal erhöhte Wertigkeit von Frauen. Erstens, weil unsere heutigen Augen das sehen wollen, weil es halt heute so ist. Und, aber würdest du auch sagen, dass Jesus schon so der erste Feminist quasi war, weil er einfach Frauen anders behandelt hat? Jein. Ganz klar. Bei großer Achtung würde ich sagen, das ist ein bisschen Klischee von uns, dass Jesus das revolutioniert hat. Mhm. Wir haben in den jüdischen Quellen, in dem Talmud und in den anderen Quellen von der damaligen Zeit, die Berichte davon, dass mehrere Rabbis auch die Jüngerinnen hatten und mit Frauen auch so umgegangen waren. Okay. Das war nicht die Revolution, die Jesus veranstaltet hat. Also ich muss sagen, das war nicht typisch für die damalige Zeit, aber das war doch normal. Okay. Das war doch normal. Übrigens, ich muss sagen, ich habe zum ersten Mal gestolpert, als ich die Frau von Nikodemus angeschaut habe. Ja, warum? Wie sie mit ihrem Mann umgeht. Also das könnte ich mir kaum vorstellen in der damaligen Situation, dass eine Frau auf ihren Mann herabschaut und sagt, Nico, also zu einem großen Mann, der Mitglied vom Sanhedrin ist, ein Nico zu sagen. Ja, aber die Türen sind ja zu. Trotzdem. Aber ich denke, also ich glaube, das ist der Aspekt aus unserem heutigen Mindset. Ich glaube, das hat man so gemacht, damit man, also aus einem, ich würde jetzt, also feministischer Grund würde ich nicht sagen, aber einfach zu sagen, Frauen hatten
oder sollen aus unserem heutigen Mindset diese Rolle auch haben dürfen. Ja, ja klar. Das ist wahrscheinlich ja, und, ja, traurig. Also ich würde schon sagen, auch historisch, Jesus hat ja sehr viel, ob das jetzt so revolutionär war oder einfach nur ganz vorne dran, ist ja erstmal wurscht. Aber wir sehen, Jesus hat sich Frauen zugewandt, er hat sie unterrichtet, er hat sie geheilt. Sie waren Teil seiner Gleichnisse, sie kamen in seinen Geschichten vor. Und das ist schon was sehr Wegweisendes gewesen. Und das ist nicht, ich meine, dass die See, das habe ich, glaube ich, gleich gesehen, dass die Serie nicht den Anspruch haben, wir wollen alles so super historisch haben. Wenn die grinsen, dann siehst du amerikanische Jacket-Kronen. Ja, also es war wahrscheinlich jetzt auch nicht gerade damals so. Ich glaube, The Chosen hat diese beiden Ziele wunderbar erreicht. Authentisch zu bleiben und die Frauenrolle auf wirklich einem guten Niveau zu zeigen. Mhm. Ja. Mhm. Apropos zu zeigen. Ja, lass uns einmal reinschauen. Ja, ja. Also ich finde die Szene von Jesus und Eden, also die Rolle von Eden ist einfach, glaube ich, die sinnbildlichste für dieses Thema. Eden, die Frau von Petrus für alle dies. Von Petrus, genau. Die ja, also in der Bibel, ihre Existenz wird in der Bibel nur vermutet, weil wenn Petrus eine Schwiegermutter hat, muss er halt eine Frau haben. Aber sie wird nicht als Person erwähnt, weder mit Namen noch mit sonst was, aber eben in The Chosen. Und wir können einmal reingucken, für alle, die es vor allem nicht kennen, um das mal zu sehen, worüber wir eigentlich die ganze Zeit uns unterhalten. Und Eden, allein der Name, das bringt so viel, eine Frau Eden zu nennen. Alle biblischen Namen haben eine prophetische Bedeutung. Sehr schön. Da muss ich sagen, der Garten. Dann einmal, Garten, Eden, einmal einen kleinen visuellen Eindruck und ab. Ja. Eden. Jesus? Ich habe dich hier nicht erwartet. Das passiert mir öfter. Soll ich dir etwas Warmes zu trinken machen? Ich habe gerade das Feuer geschürt. Du hast es zuerst gesehen, nicht wahr? Was meinst du? Was ich in Simon sehe. Du warst die Erste, die was gemerkt hat, lange vor den anderen. Das verbindet uns. Meine Mutter sagt, mich hätte seine Wildheit angezogen und dass ich es bereuen würde. Ich frage mich, was sie wohl jetzt sagen wird. Wir gehen in die Stadt, um die Netze zu verkaufen. Wir sind gleich zurück. Bleib einen Moment hier, Simon. Ich möchte etwas Geld zusätzlich hier lassen, für Eden und Mutter. Verstehst du? Leg die Netze hin und setz dich zu deiner Schwiegermutter. Alles ist gut. Ich sagte Simon, er muss Opfer bringen und Dinge hinter sich lassen, um mir zu folgen. Du und Simon, ihr seid eine Einheit. Er kann keine Opfer bringen, die nicht zugleich deine sind. Auch du spielst eine Rolle in all dem hier. Tue ich das? Du wirst schon sehen. Ich kann nicht alles davon für dich einfacher machen. Das passt auch nicht zu unserem Volk. Nein. Das war nie so. Und wird auch nie so sein. Aber ich sehe dich. Verstehst du? Ich weiß, es ist nicht leicht, zu Hause zu bleiben, während dein Mann fort ist und all das erlebt. Selbst wenn du das aufregend findest und stolz auf ihn bist. Daher würde ich dich nicht bitten, hier zu bleiben, ohne mich um ein paar Dinge zu kümmern. Außerdem ist der normale Simon schon schwierig genug, denkst du, da reise ich mit einem besorgten Simon? Nein. Nein, das möchte ich nicht. Also ich, man versteht jetzt natürlich, warum Rose am Anfang gesagt hat, sie musste das doch ab und zu, war sie zu Tränen gerührt und musste weinen. Von mir, es ging mir auch so hier und da. Also
auch, ich habe Gefühle. Und auch Männer. Dieser Satz, vor allem dieser Satz, ich sehe dich, also mich hat es erinnert, auch an das Alte Testament, die Geschichte von Hagar in der Wüste, wo sie Gott nennt, der Gott, der mich sieht. Ja. Elroy, einer der Titel Gottes aus dem Alten Testament. Ganz interessanter Satz. Also sehr interessant, dass dass Jesus ihn benutzt. Aber wir hatten auch bei der Übersetzung, bei der Synchronisationsarbeit, das haben wir in Auftrag gegeben, weil wir gesagt haben, das ist aus unserer Sicht wichtig, dass es eben auch auf Deutsch gibt, die Serie. Mhm. Und da war auch kurz die Frage, ich erkenne dich oder ich sehe dich. Und dann haben wir so gemerkt, in der Bibel im Alten Testament ist das ich erkenne dich, hat ja nochmal eine andere Bedeutung. Mhm. Ne? Ja, natürlich. Auch darauf zu achten, im Amerikanischen haben die... das sind mehrere Berater für den Dallas, auch eben jüdische Berater, die sagen, die auf sowas achten. Mhm. Und im Deutschen hatten wir auch die Frage, und haben wir dann auch gesagt, okay, wir müssen sagen, ich sehe dich, anstatt dem ich erkenne dich. Mhm. Und ich finde das so eine extrem wichtige Stelle, so eine Szene, wo Jesus wirklich mit diesem Satz, also ich weiß nicht, wie das gerade auch für dich ist oder sowas, aber mit diesem Satz so viel Wert ihr gibt und ihr wirklich, also er kann oft genug sagen, du hast auch eine Rolle in der Story, du hast auch eine Rolle in der Story, aber durch die Szene, man merkt es richtig, sie ist... Also er nimmt sie komplett an, er sieht sie komplett, sie hat so eine Wertigkeit in diesem Moment, obwohl sie bis zu dem Moment ja wirklich noch gar nicht so eine große Rolle spielt, in seiner Story zumindest. Was mir auch auffällt, so, also es fing ja schon mit der ersten Folge damit an, mit der Bibelstelle Jesaja 43,1, so, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Mhm. Und das ist immer so in Verbindung mit Frauen, ist also... Frauen tauchen immer auf in der Verbindung, dass Jesus ihnen wirklich Wert zuspricht, dass Jesus sagt, hey, ich sehe dich. Und ich glaube, das ist auch vor allem gerade, und deshalb spricht es, glaube ich, auch so viele an und auch so viele, also ich merke das ja auf den sozialen Medien, dass es auch vor allem junge Mädels anspricht, weil gerade in der heutigen Gesellschaft, wo wir viel im Internet unterwegs sind, mit den sozialen Medien, wo man sich viel vergleicht, gerade junge Mädchen haben es immer schwieriger, sehen immer nur perfekte Gesichter, vergleichen sich immer mehr und wissen gar nicht mehr, wie viel wert sie wirklich sind. Und ich finde, diese Serie hilft halt voll dabei, einfach zu erkennen, hey, da ist ein Jesus, der dich wirklich sieht, der wirklich deinen Wert erkennt und du bist was wert, du hast eine Rolle hier in diesem Leben, du brauchst dich nicht zu vergleichen. Also ich merke, dass das heutzutage auch immer es immer schwieriger ist, so wirklich seine Masken abzulegen, so wirklich dazu zu stehen, wer man wirklich ist und so wirklich zu erkennen, hey, ich bin wunderbar geschaffen, ich bin wunderschön. Also wie gesagt, heutzutage ist es, ich sehe, also mir bricht das total das Herz und ich weiß nicht, ich finde es immer schwieriger, okay, will ich wirklich Kinder in diese Welt setzen, weil wenn ich so sehe, dass so junge Mädchen schon so, ja, einfach so solche Identitätsfragen haben und sich so krass vergleichen und schon über Schönheits-OP mit 14 Jahren nachdenken und sowas, das bricht einen voll das Herz und ich finde, deshalb finde ich die Serie so gut, weil es wirklich Jesus nahbar macht, weil man kann sagen, ja, Gott sieht dich, Gott liebt dich und sowas, aber wie wir schon gesagt haben, da sind halt wirklich Rollen in dieser Serie, womit sich die Mädels so identifizieren können und auch Jungs natürlich. Das sind auch Rückmeldungen, die du kriegst? Ja, voll, also... Mhm. Total. Und ich darf zum Beispiel ja immer so Ausschnitte von The Chosen einfach auf TikTok zeigen. Mhm. Und das berührt die total. Ich habe also der erste Clip, worauf Lukas mich ja angeschrieben hat, war ja, dass ich Maria Magdalena nachgestellt habe. Und ich habe da so geweint und sowas. So. Ich habe das halt so geschauspielert. So. Und das hat so viele so berührt, weil sie sich damit identifizieren konnten. Weil sie, okay, krass, also Jesus sieht mich wirklich, er liebt mich wirklich. Und und ich glaube, das ist auch, auch eigentlich das, was ja auch die Bibel macht. Weil da sind ja auch so viele Geschichten von so vielen unterschiedlichen Menschen. Und die Bibel ist ja für uns da, damit wir uns damit identifizieren können. Aber durch die ganze Geschichte und durch das Ganze drumherum schlagen viele Menschen gar nicht mehr die Bibel auf. Und ich glaube, The Chosen ist voll so ein Türöffner, dass sich vielleicht Leute mehr mit der Bibel beschäftigen und auch sehen, okay, krass, da sind auch Menschen, die vielleicht missgebaut haben oder die durch Leid gegangen sind. Und da sind eigentlich so viele verschiedene Personen, mit denen man sich auch identifizieren kann und wo Gott trotzdem in den tiefen Tälern da war. So. Mhm. Ja, auch, dass man gesehen wird, gerade wir sind ja in einer Zeit, wo alles visualisiert wird und viele Menschen fühlen sich immer ungesehen. Ja, das ist echt bei so. Dem allen. Ja. Leute, Entschuldigung, wenn ich jetzt Blickwinkel wechsle, aber ich muss das sagen, das war für mich jetzt ein Aha-Erlebnis, als ich jetzt die Episode nachgeschaut habe. Mhm. Ich habe zum ersten Mal realisiert, und das hat etwas damit zu tun, was du gesagt hast, diese Verknüpfung mit Hagar. Adonai Roeh, sagt sie auf Hebräisch. Mhm. Gott, der mich sieht. Mhm. Das war die Hagar. Mhm. Und ich finde, das muss ich jetzt sagen, das ist etwas ganz Besonderes beim Chosen,
diese wunderbare Verknüpfung mit den Geschichten aus der hebräischen Bibel. Mhm. Das kommt durch die alle Serie hindurch, Elia und Elisha. Mose mit der Schlange, die Story am Jakobsbrunnen mit der samaritanischen Frau. Das fand ich so beeindruckend und diese Verbindung ist für mich sehr, sehr wertvoll. Sehr wichtig. Ja. Also du meinst, dass sie vor dem Intro manchmal so Szenen aus dem Alten Testament einspielen? Ja, dass Jesus nicht einfach so gekommen ist. Er kommt aus der Geschichte heraus und diese Geschichte wird gezeigt, sehr gut gezeigt in diesem Film. Ja, und das Ganze, wo wir jetzt auch bei diesem Thema sind, beides verbinden, die Rolle und die Darstellung von Frauen und wie Jesus sie wahrnimmt, das ist ja sozusagen der Staffelhöhepunkt, wo dann alles drauf zurennt. Ne? Auch da wieder nicht alles verraten, aber auch da spielt ja eine Frau dann wieder die zentrale Rolle und die Verknüpfung zum Alten Testament. Ja. Ne? Weil das ist eine Frau, die da an diesem alten Traditionsbrunnen ist und woher kommt der Brunnen eigentlich? Wo ist die Anknüpfung? Ja. Wie kam er da hin? Warum ist das bedeutsam im Bibeltext, wenn man es nachschaut, in Johannes Kapitel 4? Finde ich auch eine wunderbare Szene, wo sie auf dem Weg schon nach Samarien, als die Jünger so langsam merken, ich glaube, der Kerl führt uns gerade nach Samarien und sagen, Entschuldigung, Jesus, lass uns hier langlaufen, weil da geht's nicht hin. Und als er dann, also wie er dann diese Situation löst, ich finde wirklich viele Leute aus dieser Serie wirklich toll dargestellt, wo ich viel von lernen kann. Mhm. Bestimmte Situationen sind mir näher, ne? Ich habe keine Schwiegermutter, da ja nicht, aber bestimmte Situationen sind mir näher, aber da ist mir Jesus so ein krasses Vorbild. Mhm. Als er die Jünger fragt, so, was genau stört euch nochmal an den Samaritern? Und die sagen, ja, die haben doch damals unseren Tempel und die haben doch auch das und außerdem haben sie das. Ich habe doch nie mit einer Samaritanerin gesprochen überhaupt. Mhm. Und er sagt, das ist alles vor eurer Zeit gewesen. Niemand von uns war da dabei. Mhm. Also wie er diese Situation auflöst, weil er schon weiß, wo er hin will und dann trotzdem an diesen nach Samarien reinkommt und trotzdem sagt, Leute, geht ihr schon mal vor. Was jetzt gleich passiert, ich glaube, da seid ihr noch nicht, so weit seid ihr noch nicht. weil ich werde gleich mit einer Samariterin sprechen. Also das finde ich ein, wie er diese kulturellen Dinge auflöst und dabei halt die ganze jüdische Tradition, die ganze Geschichte aus dem Alten Testament reinnimmt. Das finde ich so gelungen und ich finde es so typisch Jesus. Also ich mein, so steht es halt nicht in der Bibel, aber ich finde es so gut, passend. Also in Johannes 4 steht da schon eine ganze Menge, also wie Jesus da agiert hat mit dieser Frau, ne? Und das war da hat er einige Grenzüberschreitungen gemacht, also jetzt nicht nur von Mann zur Frau, sondern auch ethnisch eine Grenzüberschreitung. Mhm. Das ist, also da würde ich sagen, sie müssen ja immer zu irgendeiner Szene, die dann eine biblische Geschichte wieder erkennbar macht, irgendwie müssen wir da hinkommen. Ne? Mhm. Und ich stelle mir das ganz schwierig vor als Drehbuchautor, als Regisseur, weil man ja in der Bibel haben wir diese Geschichten oft unvermittelt nacheinander, sind nicht immer miteinander verknüpft. Ne? Mhm. Wie ich schon sagte, die Evangelien haben teilweise einen sehr nüchternen Erzählstil und manchmal auch einen sehr, sehr, sehr kurzen. Also die Heilung der Schwiegermutter des Petrus, was ist das, ein Vers, zwei Vers, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber es ist ein kurzer Abschnitt und das haben sie auch nicht alle. Und also wenn ich sowas filmen müsste, musst du ja eine Geschichte erzählen. Ja, und man sieht Leute, die wandern. Also sind auch andere unterwegs. Sie latschen auch anderen. Und so war das ja auch. Irgendwie musste man ja von A nach B kommen. Ne? Und irgendwie Uber gab es da nicht oder irgendwas anderes. Nicht wirklich. Ich glaube, an der Story von Petrus sieht man das sehr gut. Tobi Teichen hatte mal ein Statement gemacht über The Chosen. Da hat er gesagt, dass er an der Story von Petrus das am meisten sieht, wie man mit den paar Informationen, die man aus der Bibel hat, ich glaube, das ist so eine generelle Struktur von The Chosen geworden. Wir nehmen die Bibelstellen ganz so, wie sie sind, also wortwörtlich, und füllen die Lücken auf kreativ. Mhm. Und probieren das noch mit dem, was wir haben, historisch richtig darzustellen. Was manchmal funktioniert, manchmal nicht. Mhm. Aber an Petrus sagt er halt eben, sieht man es am besten, weil solche Dinge, wir wissen halt relativ wenig über Petrus. Und wenn dann so zwei Verse kommen, wie Jesus halt die Schwiegermutter, dann ist das... Also ich bin so ganz christlich aufgewachsen und für mich ist das dann schon immer so, ach und deswegen muss ich Jesus toll finden, weil er hat die Schwiegermutter geheilt. Aber das macht gar nicht so viel mit mir. Ja, voll. Wenn ich jetzt die ganze Situation von Petrus kenne, ich weiß, der ist ein Fischer, der ist so ein Macher, der ist so ein Grobmotoriker. Ja? Dann ich merke es ja in den ersten Folgen die ganze Zeit, ihm ist die Eden extrem wichtig. Er verrät fast seine Freunde, kleiner Spoiler, er verrät fast seine Freunde, um für Eden zu sorgen. Wir lernen kennen, dass er eine
durch seine robuste Art vielleicht in Schwierigkeiten gekommen ist. Ne? Er eckt mit den Römern an, er kann seine Steuern nicht zahlen. So, wenn ich diese ganze Story kenne und ich lese dann diese zwei Verse und Jesus geht hin und heilt die Schwiegermutter, auf einmal macht es in mir was. Auf einmal sage ich, Jesus ist nicht nur einfach gekommen und hat die Schwiegermutter geheilt, sondern er löst Situationen auf. Er ist sensibel. Er sagt, ich weiß nicht, ob es erste Staffel oder zweite Staffel ist, er sagt Petrus zum Beispiel auch einfach mal, geh schon mal vor nach Kapernaum. Du hast eine Frau, die anderen nicht. Also er ist sensibel mit den Leuten. Und auf einmal hat das Wunder, was ich natürlich auch theologisch interpretieren kann. Und ich finde natürlich Jesus begeisternd für diese Wunder, die er tut. Aber auf einmal macht das Wunder Sinn. Es ist nicht nur, Jesus ist toll, weil er hat ein Wunder gemacht, sondern Jesus ist toll, weil er hat die Situation von Petrus erkannt. Und er sagt es ja auch in der Szene gerade so schön. Aber das ist ja auch was in dieser Serie, wo man sagt, die Wunder werden jetzt nicht mit Special Effects und CGI irgendwie dargestellt. Gott sei Dank. Zum Glück, weil sie sind eingebettet in Beziehungen. Voll. Ja. Ne? Ja. Und deswegen hält die Kamera nicht drauf, wie wird jetzt aus einem Fisch zwei, ne? Ja. Sondern einfach nur, was bewirkt es und was wird wiederhergestellt. Und so kann man auch sagen, oh, Petrus, ja klar, nirgendwo, da steht in der Bibel, ob der Steuerprobleme hatte. Aber man kann mit Sicherheit sagen, ein Fischer hatte irgendwelche Probleme, wird er schon gehabt haben. Ne? Und wenn es nur die Probleme sind, wie kriege ich meine Familie durch? Leute, ich werde euch etwas verraten. Ja. Das ist ja typisch Jüdisches. Ja. Das ist ein jüdischer Zugang zu der Bibel und da gibt es speziell dafür einen Begriff, Midrash, Midrashim. Genau. Diese gerade Lückenausfüllung, was du gesagt hast. Das kreative Füllen. Ja, natürlich. Die Bibel ist sehr knapp. Ob das hebräische Bibel, ob das Neue Testament ist. Guck mal, zum Beispiel so eine riesige Story wie Sintflut, da bekommst du nur 3, 4, 5 Verse darüber. Wenn es heute gewesen wäre, da kriegst du 2 Romanen darüber geschrieben. Ja, und dann kommen die Reporter und machen dann dort alles Mögliche. Aber du hast nur 3 Verse. Das heißt, die jüdischen Gelehrten kamen immer wieder zum Schrift mit einer Frage, was steckt dahinter? Und dieser Zugang, die Geschichte von Petrus zu erzählen, obwohl man sagt, ja, das steht nicht in der Bibel, das steht viel nicht in der Bibel. Ja. Die Bibel ist geschrieben und das war eine Knappheit vom Text. Sie wurden begrenzt auf ein Dokument, deswegen schreiben sie auch so. Und das ist überhaupt nicht verkehrt, dass wir diese Lücken ausfüllen. Ja. Nein, eigentlich typisch. Ja. Würdest du sagen, es ist eine typische jüdische Sache, Geschichten auszuschmücken? Oder? Nicht nur auszuschmücken, aber das war realistisch ausgeschmückt, muss ich sagen. Diese realistische Ausschmückung bringt eine Botschaft mit sich. Das ist nicht einfach so, dass wir die Geschichten ausmalen und sagen, wir wollen das so sehen. Nein, das ist die bestimmte Botschaft. Und das ist das gerade, was ihr auch beim Petrus-Geschichte entdeckt habt. Und eigentlich machen wir es auch oft. Ja, also ich predige ja auch manchmal muss ich ja auch irgendwie eine Geschichte erzählen, dahin zu führen. Total. Jedes Krippenspiel zu Weihnachten ist ja auch irgendwie ein Auffüllen von ein paar Informationen, die wir nur haben. Und was machen wir draußen? Krippenspiel. Ne? Ja. Also dieses Bedürfnis ist schon da. Aber machen wir nochmal die Rückkehr einmal zu dem Gedanken, weil du eben sagtest, das auserwählte Volk. The Chosen. The Chosen, Guck mal, du hast ja gerade in diesem Filmzitat auch wieder. Zum Beispiel meine persönliche Geschichte. Wir haben in meiner Heimat in der Ukraine sehr viel Antisemitismus erlebt. Und dieses auserwählt zu sein, war für uns nichts anderes als nur Negatives. Erst als ich meine Bibel zum ersten Mal gelesen habe, ich habe es begriffen, ich habe es verstanden, woran das liegt. Und ich habe es verstanden, dass das Ziel gibt, von diesem Auserwählt zu sein, dass mein Volk eine Berufung hat. Das war einfach ein Impuls für mich, angefangen, mich für die Bibel, für Gott, für Jesus zu interessieren. Und gerade jetzt diesen Schwerpunkt, The Chosen, diese Zugehörigkeit zu einem Volk, der eine Berufung hat. Eine Berufung für Gott, aber auch für alle anderen Menschen. So wie Gott dem Abraham sagt, in dir werden gesegnet werden alle Völker der Erde. Aber das ist noch jetzt eine gute Gelegenheit, um nochmal zu sagen, du hast von dir selber gesagt, Mensch, wir gucken das, wir reden viel über Jesus, wie er dargestellt wird und so. Warum ist es uns so wichtig, da zu sehen, dass dieser Jesus so dargestellt wird? Oder warum rührt uns das an, unser Herz? Also für euch persönlich, also warum bedeutet euch das viel? Ich glaube, wir sind, also
Ja, ich glaube, wir sind halt alle geprägt so. Ich bin auch geprägt. Ich bin zwar christlich aufgewachsen, aber und ich wusste schon immer, okay, da gibt es einen Gott. Und ich habe nie an seiner Existenz gezweifelt, also, aber ich hatte irgendwie da keinen Zugang. Und man muss dazu sagen, ich bin halt ohne Vaterrolle aufgewachsen. Ich bin ohne Vater aufgewachsen und hatte nie so diese Autoritätsperson in meinem Leben. Und habe dann so gedacht, okay, also ich bin dann durch eine sehr schwere Zeit gegangen, weil ich auch zwischendurch dachte, okay, vielleicht ist mein Vater schon tot und ich hatte nie die Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Und ich habe mir halt immer so gedacht, okay, Gott, also wir sprechen immer von einem liebenden Gott, aber warum lässt du mich so durch dieses Leid gehen? Warum darf ich nie meinen Vater kennenlernen? Warum hast du das zugelassen? So. Und ich durfte dann wirklich Wunder in meinem Leben erleben. So, ich habe ihn mit 18 über Facebook wiedergefunden sozusagen. Und ich habe das nie so, also ich, natürlich habe ich so ein bisschen darüber geredet, aber eigentlich so diesen krassen Schmerz in meinem Herzen konnte eigentlich von außen niemand so wahrnehmen. Aber ich habe gemerkt, da ist jemand, der ihn wahrnimmt und der meine tiefsten Bedürfnisse und Wünsche kennt. Und er hat praktisch meine Gebete erhört. Und seitdem durfte ich Gott immer mehr als einen liebenden Vater kennenlernen und ihn auch wirklich als als jemanden kennenlernen, der da wirklich ist und der mich sieht. Und wie in dieser Serie schon, er sieht mich und deshalb rührt mich das so krass, weil ich mich einfach so heftig identifizieren kann mit Frauen, also so wie mit Maria, die da irgendwie alleine ist und alleine diese Kämpfe macht. Und am Anfang sieht man ja diese Story, wo sie nur auf ihren Körper reduziert war. Ich bin auch durch so eine Zeit gegangen oder habe dadurch meinen Wert halt gesehen. Und habe dann mich richtig krass seit der ersten Folge mich richtig krass mit Maria identifizieren können und dieses zu sehen, dass so Jesus da wirklich einer ist, der einen wirklich sieht, die Schmerzen mit mir teilt und meine Gefühle mit mir teilt, das hat mich einfach berührt und ich durfte ihn auch wirklich so erleben und kennenlernen. Und ich wünsche mir einfach vom Herzen, und deshalb mache ich auch diese Arbeit auf den sozialen Medien, dass vor allem auch die jüngere Generation, die so sehr auf der Suche nach dieser Identitätsfrage ist und so sehr versucht, durch schlechte Dinge so diese Leere im Herzen zu füllen, was ich auch lange Zeit gemacht habe, ich wünsche mir so sehr, dass jeder diese Liebe, die ich durch Jesus erfahre, dass sie auch diese Liebe erfahren. Und deshalb ist mir Jesus so wichtig und deshalb ist es mir auch so wichtig, einfach diesen Glauben zu teilen und jedem von Jesus zu erzählen. Deswegen ist es jetzt auch nicht einfach nur ein Promoten von einem Produkt, sondern wirklich was aus meinem Herzen kommt. Also. Auf jeden Fall. Und man hat es dir vorhin schon angemerkt, als du meintest, so, ich kriege viele Rückmeldungen von Leuten, denen das was hilft. Viele kleinere Mädchen oder jüngere Mädchen, denen das halt eben noch nie gesagt wurde. Genau, Man merkt das. Naja, und das ist ja ein bisschen das Medium unserer Zeit, ist das Visuelle. Ne? Ja, also eine Serie zu haben, wo Leute sagen, oh, die habe ich auf meinem Handy, die kann ich gucken und mich mit befassen. Ich habe das gemerkt bei meinen eigenen Kindern, die konnte man gut dazu rufen. Das war nicht so langweilig wie sonst vielleicht mal. Wir schlagen jetzt einen Text auf und lesen. So eine Familienandacht kann ja auch ein bisschen routiniert dann werden. Und das war schon was, wo gleich so eine Faszination war. Und eine Identifikation damit. Ne? Also aber da muss ja auch bei euch allen irgendwie so ein Effekt gewesen sein, dass ihr euch da hingehockt habt und habt gesagt, ich guck mir das mal an. Vielleicht so wie Anatoly jetzt so mit verschränkten Armen wieder noch einen Jesus-Film. Ne? Da gucke ich mir jetzt mal an, was sie so bringen. Ne? Yeah. Ging mir ja auch so. Ja. Man hat ja es gab ja ganz gruselige Jesus-Filme von dem mystischen Geist, der nur durchs Bild schwebt. Da muss ich dich an dieser Stelle unterbrechen. Ich denke an diese Szene von Mel Gibson, an die Kreuzigung, an diese grausame, böse jüdische Gesichter, die während dieser Zeit gezeigt werden. Das hat bei mir so eine Aversion herausgerufen. Ja. Also das war für mich aber überhaupt kein... Aber irgendwas muss ja gelungen sein, wenn jemand wie du sich hinsetzt. So, ich gucke das jetzt mal an und dann sagt, ja, also ist es ja was anderes, als wenn ich sage, also den Jesus, den ich kenne, der hätte sowas nicht gemacht oder gesagt oder so hätte er schon gar nicht ausgesehen oder so. Aber das gelingt doch irgendwie offensichtlich, dass viele Leute sagen, also ich weiß, das ist ein Schauspieler und ich weiß, das ist ein Film, ja, das ist nicht die Bibel. Aber irgendwas klingt hier an, muss ich sagen. Also, ja, irgendwie habe ich mir so, das kann ich ja zu sagen. Ja.
Jeder von uns macht ein Bild von Jesus. Mhm. Jeder von uns malt etwas aus. Mhm. Ja. Aber die Tatsache ist, dass wir jetzt zu viert gemeinsam darüber reden, welchen Effekt hat das bei uns verursacht, mhm. welche Gefühle und welche Ergebnisse kommen jetzt auf den Tisch. Allein das zeigt, wie wertvoll diesen Film ist. Ja, genau. Also ich denke, dass das, was wir jetzt auch gemerkt haben an der Serie, was Besonderheiten sind, das kriegt man ja, also man kann das ja nicht abstellen und anstellen. Mhm. Und so ist es eben bei der Serie auch, dass das, was man merkt, wie Jesus vielleicht anders mit Frauen umgeht, mhm. Oder wie biblische Geschichten gefüllt werden mit Kreativität, dass das eben auch in der Struktur passiert. Mhm. Und ich finde es ganz sinnbildlich, weil ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, man kann die Serie eben in der App schauen. Mhm. Ich weiß auch noch, die ersten beiden Folgen habe ich ja vorhin erzählt, als ich die geschaut habe, habe ich auch so an meinen Tisch so eine Glasplatte gehängt und habe die so draufgelegt, habe es vom Boden ausgeschaut. und man guckt es in der App, die ganze Serie. Ich zeige euch das mal kurz hier. Mhm. Und es ist im Grunde ein ähnlicher Ansatz, dass man auch mit der Struktur schon diesen Slogan, den Staffel 1 trägt, dieses Gewöhnliche an anders, dass man das da schon zeigt. Und es ist wirklich schön. Man kann in der App, wenn man sagt, okay, ich guck mir die Serie an, ne, kann man hier auf irgendeine Folge draufgehen, auf Episode 2, kann man die sich umsonst anschauen. Siehst weil da steht, Schüler. Dass es wurde dir von jemandem bezahlt. Mhm. Und wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt diese Folge umsonst geschaut, musst du dafür nichts zahlen. Wer war das? Kann ich sagen, genau, erstens steht dabei, wer es war. Also man kann seinen Namen eingeben. Ach, cool. Und ich kann jetzt sagen, ich möchte dieses Projekt unterstützen. Ich finde das so gut. Mhm. Ich möchte es unterstützen. Das gesamte Projekt ist überhaupt nur durch Crowdfunding ins Leben gerufen worden. Ja, es ist wirklich ein Projekt von Menschen für Menschen. Und dann kann ich sagen, ich möchte dieses Crowdfunding quasi erst noch nachträglich unterstützen. Mhm. Und sage, ich zahle jetzt hier, also keine Ahnung, ich kann ja einstellen, für 10, für 500, für 1000 Leute, zahle ich diese Serie. Mhm. Damit beim nächsten wieder steht, so die Anekdote oder die Parallele zu Jesus, du kannst diese Folge umsonst schauen, weil es wurde schon für dich bezahlt. Mhm. Mhm. Also selbst in der Struktur steckt diese DNA von dieser Arbeit. Mhm. Und ich glaube, ich bin mir sicher, dass es die nächsten Staffeln auch so bleiben wird, dass alles, was von The Chosen kommt, alles, was aus diesem Herzen rauskommt, alles die gleiche DNA tragen wird. Und das ist einmalig, die Idee, denke ich, oder? Dass also ich kenne jemanden. Ich habe es noch nie gehört. Ich auch nicht. Ja, jedenfalls vom Umfang her habe ich gelesen, ist es natürlich, weil es ist ja auch ein Multimillionen-Dollar-Projekt und ist ausgelegt auf mehrere Staffeln, also genau, also 6, 7, 8, so in die Richtung werden es werden. Wow. Ja, ja. Es gibt ja noch viel zu erzählen. Ne? Ja, das stimmt. Ja, ja. Vielen Dank an euch alle und allen, die zugeschaut haben, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Alles Gute und Gottes Segen.